Hallihallo, ihr Lieben. Heute schminke ich mich mal nicht. Heute bin ich schon fertig geschminkt und darum geht es mir heute auch gar nicht. Ich habe mir heute mal einen Zettel genommen und habe alles aufgeschrieben, weil ich das sonst vergesse. Mir geht es einfach darum, dass ihr mal versteht, warum ich so ein großer Make-up-Coach-Fan bin. Das ist Michaela Konrads und sie nennt sich Make-up-Coach und das sage ich ja immer wieder in meinen ganzen Videos. Und ich habe auch ganz viele Produkte und möchte auch noch ganz viel haben von ihr. Und ich habe mir jetzt mal auf so eine Liste aufgeschrieben, weil ich das sonst vergesse und auch durcheinander kriege und mir das auch gar nicht alles merken kann, was an ihr so toll ist und warum ich sie so gerne mag. Also, ich fange jetzt mal an. Als erstes ist sie ein Make-up-Coach. Sie ist eine Make-up-Artistin. Sie ist eine Visagistin und sie ist eine Friseurmeisterin. Was ich schon ganz, ganz toll finde, weil in ihren Filmen zeigt sie ja auch, wie man so seine Haare hübsch machen kann, wie man sie färben kann und so weiter. Und sie hat ja da wirklich ganz, ganz tolle Tipps. Und sie war eine leitende Maskenbildnerin für RTL ganz, ganz viele Jahre, hat sie bei RTL gearbeitet und hat auch die ganzen Stars und die ganzen Leute, die man so sieht bei RTL, hat sie geschminkt. Also das finde ich ja schon mal von so einer Frau Tipps zu bekommen, das ist ja schon, ne, richtig toll. Ihre Produkte machen, haben können, also ihre... Sie macht keine Tierversuche, um es mal ganz einfach auf Deutsch zu sagen. Sie macht keine Tierversuche. Ja, sie stellt ja Kosmetik her. Sie hat einen Online-Shop, man kann da bestellen. Und keine Tierversuche. Wie geil ist das denn? Ich meine, gut, es ist schon fast normal, aber es kommt halt noch dazu, zu dieser Liste, ne? Was ich halt auch noch so toll finde. Und sowas will ich auf jeden Fall unterstützen. Avon macht auch keine Tierversuche, aber in China. Und das finde ich immer doof. Und das finden auch viele Leute doof. Und na gut, aber um Avon soll es ja heute nicht gehen. Gut, dann die Produkte sind aus Deutschland. Strengste Kontrollen habe ich eben geschrieben. Also sie unterlaufen strengsten Kontrollen. Das ist einfach so, sowieso in Deutschland und ich finde es einfach toll, Produkte aus Deutschland zu haben. Muss ja nicht immer Amerika sein. Das ist deutsch, deutsches Produkt. Ich finde das toll. Ich bin da auch stolz drauf, dass es sowas mal gibt. Nicht immer nur Amerika. So, ja, die Produkte werden im weltgrößten Unternehmen gegründet. Weltgrößten Unternehmen für TV- und Bühnen-Make-up. Das heißt, da wo sie ihre Kosmetik herstellt, das ist der weltgrößte Unternehmen. Tolles Deutsch. Das weltgrößte Unternehmen und welches auch für TV, Fernsehen und Bühnen herstellt. Also da kaufen wohl, was weiß ich, wer da alles kauft. Ne? Es ist also halt nicht irgendwie so eine kleine, sondern das ist schon eine große. Ne? Also, ja, toll. Chemische Kontrolle ist extrem hoch und damit auch die Hautverträglichkeit überdurchschnittlich gut. Also, ne, da braucht ihr doch nicht lange zu überlegen. Also da gibt es kein Eczem oder irgendwas. Das ist getestet, kontrolliert, in Deutschland hergestellt, keine Tierversuche. Was muss man denn da noch überlegen? Das ist so toll. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Faire Preise, das sowieso. Das ist mega Qualität und das sind super, super Preise, ehrlich. Also ich bin bestimmt jemand, der da immer so ein bisschen drauf achtet, nicht zu viel Geld auszugeben, weil manchmal kann man ja gar nicht so schnell arbeiten. Aber ja, ohne Worte, es ist wirklich erschwinglich und top. Und was man da kauft, das ist so, so, so tolle Qualität. Und da kommt man mega lange mit hin. Also braucht man nicht andauernd was Neues. Außer das Zauberpulver, das brauche ich öfter, weil ich das so viel benutze. Na gut, was habe ich noch geschrieben? Ach ja, was ich jetzt... Ach, das ist auch so der Hammer. Also, sie hat ja einen Shop, wo sie ihre Produkte verkauft. Und wenn du da jetzt ein Produkt anklickst, sagen wir jetzt mal Zauberpulver, klickst das an, dann hat sie... immer so ein kleines, nicht nur Kundenrezensionen, also wo die ganzen Kunden raufschreiben, wie toll sie das finden, so wie bei Amazon oder so, sondern sie hat auch noch so ein kleines Filmchen jedes Mal. Zu jedem Produkt macht diese tolle Frau ein kleines Video, damit man weiß, wie man dieses Produkt anwenden muss. Also ich meine,
Ja, genau. Dann, was sie noch gemacht hat, sie ist spezialisiert auf Schminktechniken für Frauen ab 40. Ja, also wenn die dir einen Tipp gibt, ich meine, die ist ja schon Visagistin und was weiß ich alles, und dann gibt die dann noch so Tipps und ist nur spezialisiert auf Ü40. Also die weiß genau, wo der Schatten hinkommt und ob man Concealer setzen muss oder nicht. Und ich finde an der alles toll. Ich bin ein totaler Fan von ihr, von ihren Produkten, von allem. Ich finde die einfach nur. Ach so, nur mal so. Sie weiß nicht, dass ich dieses Video drehe. Sie hat es nicht in Auftrag gegeben. Wir kennen uns überhaupt gar nicht. Ich habe sie nur irgendwann mal gefragt, ob ich ihre Produkte zeigen darf in einem Video. Weil so bin ich überhaupt auch nur auf sie gekommen. Ich habe sie durch Zufall bei YouTube entdeckt, habe einen Film gesehen, habe zwei, drei, vier, fünf, und dann konnte ich nicht mehr. Dann musste ich mir jeden Film von ihr angucken, weil ich glaube, ich kenne fast alle. Sie gibt auch Frauentipps. Sie hat ja mehrere Kanäle. Sie ist der absolute Oberhammer. Und dann habe ich halt überlegt, kaufe ich mir mal was oder nicht. Bin ja eigentlich Arum-Beraterin, habe ja auch Arum-Produkte und habe lange überlegt, ne, soll ich mir da mal was kaufen oder nicht. Und dann habe ich bei YouTube gesucht, ob das mal jemand ausprobiert hat, und da habe ich keinen gefunden. Einmal Nicoletta, die ist auch ganz toll. Ganz liebe Grüße an Nicoletta. Die finde ich auch ganz toll. Und das Buch werde ich mir bestimmt kaufen. Die hat, glaube ich, mal die Marlene ausprobiert. Die habe ich noch nicht, aber die kaufe ich mir auf jeden Fall. Dann habe ich nichts gefunden. Dann habe ich gedacht, das wäre ja auch irgendwie eine tolle Idee, wenn man so ein YouTube-Video herstellt für die Leute, die vielleicht mal bestellen müssen, aber so ein bisschen unsicher sind. Wie ist das so? Kann man da was bestellen oder nicht? Und da kam ich auf die Idee, und daraufhin habe ich sie halt gefragt, darf ich das? Und nur mal so nebenbei, wenn ich ihr geschrieben habe, sie hat mir immer sofort geantwortet. Das hat zwar mal ein paar Stündchen gedauert, aber ich meine, die hat das wirklich nicht nötig. Die ist so eine. Ja, für mich ist sie ein Star. Für mich ist sie ist für mich so ein Star. Ne? Sie ist echt, ja, ich finde sie so toll. Sie ist so süß in ihren Videos. Sie ist so lieb und so süß. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie. Oder sie ist irgendwie, sie ist für mich meine Make-up-Mama. Ich habe von der so viel gelernt und ich möchte das weitergeben. Ich möchte sie nicht nachmachen oder nachahmen oder so. Ich habe auch ganz viel zu tun. Ich habe drei Kinder. Ich arbeite in der Pflege. Ja, das, ne, das, da hat man nicht so viel zu tun. Aber weil ich halt das so selber so hatte, habe ich mir halt gedacht, das könnte man mal machen. Aber natürlich bin ich auch Arum-Beraterin. Und natürlich gehe ich auch mal zu Rossmann. Da war ich heute gerade und danach noch bei Douglas. Und ich kann ja nicht widerstehen, wenn ich dann so einen tollen Lidschatten sehe, dann muss ich das haben. Aber eigentlich grundsätzlich bin ich dafür, dass alle nur bei Make-up-Coach kaufen. Nein, wir müssen ausprobieren. Das glitzert ja auch alles immer so schön. Da kann man ja nicht widerstehen. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Damit habe ich mich auch so ein bisschen vorgestellt. Ne? Drei Kinder und Entschuldigung, vier Kinder. Ein Kind ist schon ausgezogen. Und dann noch drei Nachzügler. Und ja, arbeite in der Krankenpflege, bin trotzdem immer geschminkt. Ja. Ne, so ist das halt. Und so ein bisschen Hobby Schminken schon immer. Schon von klein auf an habe ich mich gerne geschminkt, habe mich immer dafür interessiert. Aber richtig gelernt habe ich es von ihr. Dafür ein kleines Dankeschön, Herzchen, Herzchen. Ja, dann habe ich das jetzt auch mal gesagt. Wie gesagt, geht einfach mal unverbindlich auf ihre Seite und vielleicht wisst ihr dann schon, warum ich davon so begeistert bin und warum ich die Produkte so liebe und warum ich die ganze Frau so liebe und weil ich die einfach toll finde, weil die ist einfach toll. So, das wollte ich mal gesagt haben. Und jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.